Hi Leute, ich komme gerade vom Training und wollte mir gerade was zu essen machen und dann dachte ich mir, mache ich doch mal ein Kochvideo draus. Heute werden wir asiatisch machen, nicht nach Rezept, sondern einfach so nach Gefühl. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Hähnchenbrustfilet, Peperoni und Zwiebeln. So ein eingefrorenes Gemüse vorher in der Mikrowelle auftauen, da sind Erbsen drin, Karotten und Mais. Noch mehr Gemüse, bestehend aus Zucchini, Paprika und Knoblauch. Sojasauce, Olivenöl und Gewürze nach Wunsch. Natürlich wiege ich erstmal die rohen Zutaten ab, also das Hähnchen, Gemüse. Achso, ich habe noch vergessen. Wir werden natürlich noch Reis benutzen. Der ist schon im Reiskocher fertig gekocht. Was ich sagen wollte, wir wiegen vorher alles ab, damit wir später auch wissen, was wir zu uns genommen haben. Wir haben hier 300 Gramm Reis, genau 600 Gramm Gemüse, was für ein Zufall. Beinahe 200 Gramm Hähnchenbrustfilet, 25 Gramm Olivenöl. Und die restlichen Zutaten, also die Gewürze, die Sojasauce und den Knoblauch, werden wir je nach Bedarf hereintun. So, Schritt 1 ist, wir brauchen hier zwei Pfannen, eine große fürs Gemüse und eine kleine fürs Fleisch. Die machen wir dann an, die für das Fleisch auf mittlere Hitze, die fürs Gemüse auf hohe Hitze. In die Pfanne fürs Gemüse geben wir ein bisschen Öl. Und das restliche Öl brauchen wir für die Marinade, für das Fleisch. Ich mache das lieber immer so, anstatt das in die Pfanne zu geben. Restliches Öl kommt hier zum Fleisch. Und Gewürze, je nach Geschmack. Ich habe mich jetzt hier für Paprika, Pfeffer, Salz und scharfe Paprika entschieden. Das brauche ich euch eigentlich nicht zu zeigen. Kommt einfach alles in das Fleisch, wird umgerührt und dann haben wir schön mariniertes Fleisch mit Öl schon, also brauchen wir für die Pfanne kein Öl mehr benutzen. Sobald die Pfanne heiß geworden ist, die kleine auf mittlerer Hitze, die große auf großer Hitze, tun wir das Gemüse und das Fleisch in die jeweiligen Pfannen. Ach ja, eigentlich macht man das so, dass man das härteste Gemüse zuerst brät. Und das härteste zuletzt, nee, das härteste zuerst und das weicheste zuletzt, damit das Gemüse später im Essen die gleiche Konsistenz hat. Ich habe jetzt keine Lust, das zu trennen, deshalb werde ich das ganze Gemüse, zack, alles auf einmal braten. So, jetzt das Fleisch. Ich habe es fertig mariniert, wie eben gezeigt. So sieht das jetzt aus. Schön scharf auch, kommt in die andere Pfanne ohne Öl, weil ja hier schon Öl drin ist. So, jetzt warten wir, bis das Fleisch durchgebraten ist und das Gemüse ebenso und dann sehen wir weiter. So, das Fleisch müsste schon fertig sein. Ihr könnt einmal durchbeißen, um zu gucken, ob das schon gar ist. Ich sehe das aber, dass es schon fertig ist, weil es schön goldbraun angebraten ist. Deshalb machen wir das Fleisch hier aus. Das Gemüse ist auch schon ein bisschen angebraten. Und jetzt könnt ihr auch Wasser reintun, ungefähr 300 Milliliter, damit wir halt eine Soße erschaffen. 300 Milliliter Wasser, Pi mal Daumen. Und dann je nach Belieben würzen. Ich werde folgende Gewürze benutzen. Ein bisschen Petersilie, Rosmarin, Pfeffer wieder, etwas Curry,
grobes Meersalz. Ich liebe dieses Teil. Ihr könnt aber auch normales Salz benutzen. Dann diese Sojasauce, je nach Bedarf. Und Knoblauch und wieder eine scharfe Peperoni. Die könnt ihr die sehen. Sehr klein, aber sehr scharf. So, das Gemüse ist jetzt fertig gewürzt, das Fleisch ist auch fertig, Reis steht ebenso bereit von vorhin. Jetzt lässt ihr das Gemüse noch ein bisschen kochen, bis es die gewünschte Konsistenz erreicht hat und sich mit den Gewürzen vermischt hat. Dann könnt ihr alles zusammenmischen und fertig. Gleich werdet ihr das Ergebnis noch sehen. Übrigens, ich koche immer ohne Geschmackstest, also ich würfe einfach alle Zutaten zusammen und das, was dann herauskommt, wird gegessen. Also immer was Individuelles. So, das Gemüse war etwas zu hoch angesetzt, also ich habe zu viel davon gemacht. Deshalb habe ich ungefähr die Hälfte weggenommen. Hier rein, das wird dann morgen gegessen oder später. Haben wir also jetzt nur noch 300 Gramm Gemüse übrig. Dazu kommt der 300 Gramm Reis und das 200 Gramm Hähnchen und dann ist es fertig. Ich könnte natürlich jetzt das alles verwenden, auch mit dem Gemüse und mehr Reis und ja, Hähnchen geht eigentlich, aber könnte auch mehr sein. Und dann halt für mehrere Personen kochen, beziehungsweise mehrere Portionen. Ich wollte aber genau auf eine Portion kommen jetzt für mich und auch für euch zu zeigen, wie viel man für eine Portion braucht. Deshalb habe ich ein bisschen Gemüse weggenommen. So, zeigen wir das mal aus der Nähe, das Ganze. Kamera abnehmen. Ich habe mir extra ein Stativ gekauft. Andere Richtung. So. So, jetzt haben wir hier das fertige Gericht. Noch ein bisschen umrühren. Und ich sehe, es sieht schon gut aus. Ich habe es noch nicht probiert. Wie gesagt, gewürzt je nach Geschmack. Man kann ja noch Pfeffer und Salz nach Belieben, beziehungsweise noch ein bisschen Chili-Pulver. Nach Geschmack noch dazu tun. Diese Portion werde ich jetzt essen. Natürlich, ihr seht, es ist eine große Portion. Viele werden auch mit weniger schon satt werden. Ich bin aber in der Massephase, wie einige wissen, und ich will ein paar Muskeln draufpacken. Es ist schon spät abends und ich habe noch nicht alle meine Kalorien zu mir genommen. Deshalb kann ich jetzt auch so eine riesige Portion essen und ja, ich werde es mir schmecken lassen. Hier haben wir das fertige Gericht. Die Nährwerte werde ich jetzt einblenden, wird aber sicherlich einige Kalorien haben, weil wir eben hier auch 825 Gramm Nahrung haben. Also es ist perfekt für die Massephase. Wer Diät macht im Sinne von Abnehmen, könnte natürlich eine kleinere Portion nehmen. Aber ich denke mal, mit sowas wird jeder satt. Nährwerte blende ich ein, wie gesagt. Und ich kann euch sagen, mit dieser Mahlzeit, wenn ihr damit keine Muskeln aufbaut, dann weiß ich auch nicht mehr.